Wie weit reicht mein Blick? Ich würde so gerne in die Zukunft schauen. Wann ist dieser ganze Spuk zu Ende? Liebe Geschwister im Glauben, liebe Besucherinnen und Besucher unseres Adventskalenders. Seit 7 Jahren bin ich nun hier in der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Landau als Gemeindereferent. Es ist mein 8. Advent und zum 8. Mal fühle ich mich für den Aufbau der Osterrieder Weihnachtskrippe verantwortlich. Mal mit Messdienern und Messdienerinnen, mal mit Ehrenamtlichen aus den Gremien, mal mit dem Arbeitskreis der Jahreskrippe. Gemeinsam bauen wir in jedem Jahr die Landschaft auf und stellen die Figuren. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum. Vor 100 Jahren hat die Gemeinde der Marienkirche diese Krippe bekommen. Und es gibt ein paar Figuren, die ich besonders gelungen finde, weil sie so ausdrucksstark sind, dass man immer wieder in ihnen Neues entdeckt. Einer von den besonders beeindruckenden Figuren ist dieser Kameltreiber. Ursprünglich saß er bestimmt auf einem Kamel mit einem Stock in der Hand, um die Karawane voranzutreiben. Aber es könnte genauso gut ein Hirte sein, der hoch über den Feldern von Bethlehem auf einem Hügel sitzt und in den Himmel schaut. Seine Gedanken sind vielleicht: Wie weit reicht mein Blick? Ich würde so gern in die Zukunft schauen. Wann ist dieser ganze Spuk zu Ende? Der Hirte schaut zum Himmel und streckt einen Arm in die Höhe. Sein Gesichtsausdruck ist weder wütend noch freudig, eher erwartend und hoffend. Wenn es dich gibt, du Gott aus der Höhe, dann komm endlich, um uns Menschen nah zu sein. Sieh auf uns, steh uns bei, denn wir sehen noch kein Licht am Ende des Tunnels. Aber ich setze meine ganze Hoffnung auf dich, denn ich vertraue dir. Vielleicht murmelt dieser Hirte seine Gebete, vielleicht rezitiert er aber auch die Psalmen mit ihren vielen Ausdrucksformen von Klage und Freude. Diese Figur, dieser Hirte, schaut zum Himmel und scheint gar nichts von dem Geschehen unten im Stall mitzubekommen. So klar ist seine Orientierung nach oben. Der Hirte hängt mit seinen Gedanken bei Gott. Vielleicht hadert er auch mit dem Schicksal seines Volkes. Und ich denke, die Gedanken dieses Hirten können auch in unserer Zeit unsere Gedanken sein. Wie weit reicht mein Blick? Ich würde so gerne in die Zukunft schauen. Wann ist dieser ganze Spuk endlich zu Ende? Reicht unser Blick nur noch von einer Corona-Welle zur nächsten? Hat uns alle Hoffnung und Zuversicht verlassen? Oder keimt in uns noch die stille Hoffnung, dass Gott uns gerade in dieser schwierigen Zeit nahe sein will, nahe kommen will in der Menschwerdung seines Sohnes? Ich bin überzeugt, er ist schon längst da, mitten unter uns. Seine Menschwerdung beginnt nicht erst an Weihnachten in einer schönen Weihnachtskrippe. Sie beginnt in jedem Menschen neu und voller Zuversicht. Mit dem Blick in den Himmel möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen. Komm Gott, sei uns nah, gib uns immer wieder das Vertrauen, dass uns alle eine gute Zukunft erwartet.